Sie haben das Lernmodul in Ihrer Klasse freigegeben. Sie haben die Klasse informiert, dass dieses Lernmodul zur Verfügung steht. Dazu haben Sie die Mitteilung genutzt oder die Quick Message oder das Schülerboard oder die Pinnwand oder einen Kalendereintrag. Damit sind alle informiert und die Bearbeitung durch die Schüler kann nun starten. Unser Testschüler möchte jetzt sein Lernmodul bearbeiten. Dazu geht er in seine Klasse, wechselt in die Lernmodule und beginnt mit der Beantwortung der Fragen. Natürlich hat der Lehrer einen Hinweis gegeben, was er jetzt zu tun hat, und der Schüler beginnt, setzt die Punkte ein. So sähe es aus. Am Ende kann der Schüler auf die Auswertung drücken und kann sozusagen jetzt seine Ergebnisse schon mal sehen. Er geht auf die nächste Seite. Auch hier die Aufgabenstellung, ordnet die Aussagen Ludwig des 14. zu oder Friedrich des 2. Das macht er auch. Wo haben wir den Sonnenkönig? Der Staat bin ich. Am Ende geht weiter und der Schüler ist sozusagen wieder am Anfang und würde jetzt die Aufgabe neu beginnen. Da Sie als Lehrerin oder Lehrer die Aufgabenstellung per Lernmodul in einen Zeitraster gelegt haben, Sie haben also gesagt von bis, können Sie sich dann zu dem Termin, wenn die Aufgabe fällig gewesen wäre, in die Beispielklasse einwählen und über die Seite Lernmodule eine Übersicht sehen. Über die Ansicht stellen Sie jetzt fest, er hat jetzt gar nichts gemacht. Achtung, diese Ansicht ist sozusagen Ihre Erfüllung des Lernmoduls. Sie haben zwei Möglichkeiten, an die Mitglieder Ihrer Klasse ranzukommen, so wie ich es gerade gesagt habe, also Mitglieder. Da haben wir also hier alle aufgelistet. Oder Sie gehen über weitere Funktionen, Lernfortschritt und Zuweisung. Im Lernfortschritt und Zuweisungen haben Sie jetzt eine Auflistung der Schüler, die ihr die Aufgabe bearbeitet haben und sehen auch den Erfolg. Über den Link alle Mitglieder anzeigen, kommen Sie dann sozusagen auf Ihre gesamte Klassenübersicht und können dann hier die Gesamtübersicht der Klasse sehen. Da haben wir also zwei Personen, die die Aufgabe bereits gelöst hat. Und das war's schon. Gehen Sie über die Anzeige der Mitglieder, haben Sie zwar eine Auflistung der Klassenmitglieder, allerdings haben Sie hier in den restlichen Feldern keine Anzeige, wie die Aufgabenerfüllung durchgeführt wurde. Das heißt, Sie müssten jetzt hier über diesen Fall jeden Einzelnen anklicken und kommen dann wieder in den Lernfortschritt hinaus. Das heißt also, entscheidend wird sein über weitere Funktionen, Lernfortschritt und Zuweisung. Und die letzte Funktion wird ja immer rausgestellt, sodass Sie jetzt in dem Falle, weil ich gerade drin war, den Lernfortschritt bereits als Symbol außerhalb dieser Funktion sehen. In der Übersicht der Lernmodule können Sie sehen, wer wie viel Punkte gemacht hat, aber Sie können jetzt nicht sehen, wer jetzt was, wo also die Fehler sind. Wir haben in dem Zusammenhang noch eine weitere Funktion. Dazu wechsle ich jetzt mal in den Schüler und bleibe in Privat, denn jeder Schüler hat auch die Lernerfolgskontrolle. Wir haben einmal den Lernplan und einmal das Lernmodul. Wir haben ja gerade ein Lernmodul durchgeführt und hier sieht er aufgelistet, das Modul hat er bearbeitet und diesen Fortschritt hat er erreicht. Er könnte von hier aus direkt nochmal in die Aufgabe reingehen und sieht sozusagen sein Ergebnis verbessern.
Zum Abschluss nochmal eine kleine Zusammenfassung. Sie haben das Lernmodul der Klasse bereitgestellt, Sie haben die Klasse informiert und die Schüler beginnen jetzt mit der Abarbeitung ihrer Lernmodule. Nach Abschluss des Lernmoduls wird der Lernfortschritt angezeigt und Sie selbst können diesen Fortschritt Ihrer Schüler über die Funktion Lernfortschritt und Zuweisung sehen. Der Schüler hat noch einen zweiten Kontrollmechanismus. Für ihn wird dieser Lernfortschritt in Privat unter Lernerfolgskontrolle Lernmodule abgelegt.